Frankfurt ist meine Heimatstadt. Ich fühle mich hier sehr, sehr wohl. Der Main ist ja ein ganz wichtiges Bindeglied zwischen den Stadtteilen in Frankfurt. Es gibt wenige Gewässer, Flüsse oder Städte in Deutschland, finde ich, wo der Fluss so mit der Stadt verwoben, verwurzelt ist, in der Geschichte, aber auch geografisch, wie in Frankfurt. Und die Schiffe, finde ich, gehören zum Stadtbild dazu und bieten auch, wenn man dann mal auf dem Schiff ist, eine ganz tolle und ganz andere Perspektive auf die Stadt. Die Atmosphäre ist sehr entschleunigend, sehr entspannt. Selbst bei nicht so schönem Wetter macht es Spaß, einfach so die Landschaft an sich vorbeiziehen zu lassen und die Stadt wirklich mal von einer ganz anderen Seite zu erleben. Die Geschäftsführung mache ich zusammen mit meinem Vater seit 2012. Ich habe es nie so im Fokus gehabt, dass ich jetzt hier unbedingt als Frau in das Unternehmen einziehe, sondern eher als Familiennachfolgerin zu meinem Vater. Und das hat, dadurch, dass ich damit aufgewachsen bin, war das eigentlich sehr natürlich, dann hier auch wirklich fest Fuß zu fassen. Ansonsten merke ich es schon verstärkt, wenn wir zum Beispiel bei uns im Bundesverband der Binnenschifffahrt oder so Termine haben oder zugegen sind, da gibt es schon sehr wenige Frauen. Das fällt dann schon manchmal auf, wenn man im Raum sitzt. Aber wenn man so in den Themen bewandert ist und sich gut ausdrücken kann, dann findet man da auch als Frau trotzdem schnell Gehör. Eine der größten Herausforderungen, die wir haben, ist, dass der Ausflugsschifffahrt doch leider immer noch ein bisschen dieses verstaubte Image anhängt. Kaffeefahrten, Seniorenfahrten, das ist nach wie vor ein Thema, was eben so in den Köpfen der Leute vorherrscht. Und da arbeiten wir dran, indem wir halt unsere Fahrten so gestalten, dass sie Leute ansprechen, die wirklich allen Alters, aller Couleur, aber auch die Schiffe schon entsprechend aussehen und ausgestattet sind, wie sie es jetzt tun. Und am besten ist es immer, wir überzeugen die Leute, wenn sie dann bei uns natürlich an Bord sind. Man sieht ja auf einem kurzen Stück auch sehr, sehr viel von Frankfurt. Eigentlich fast alle wichtigen Sehenswürdigkeiten, ob das das Museumsufer ist oder der Dom oder die Paulskirche. Das sind ja sehr markante Wahrzeichen der Stadt, die man wirklich auf ganz kurzem Wege sozusagen sieht und erleben kann. Und wenn man das dann am Abend erlebt, wenn das Schiff abends fährt, dann ist es nochmal was ganz Besonderes dank der Beleuchtung. Und das sind eigentlich so die besonderen Momente, wenn man diese Fahrten erlebt. Große Havarien, von denen sind wir zum Glück verschont geblieben. Eigentlich war ein schlimmes Ereignis, wo der Krieg schon dem Ende zuging und die Alliierten rückten halt auf die Stadt zu und man sah sie schon so, sagen wir mal, am Sachsenhäuser Ufer. Und mein Großvater ist dann tatsächlich mit seinem Schiff, damals der Vaterland, ans Griesheimer Ufer gefahren und hat das Schiff selbst versenkt, um es vor der Zerstörung zu bewahren. Und das hat tatsächlich funktioniert, dass dann, als der Krieg vorbei war, er quasi das Schiff leer gepumpt hat von dem Wasser, es wieder hergerichtet hat und dann sozusagen wieder damit fahren konnte. The city of Frankfurt took over the maintenance of the bridge and the toll was abandoned. Ladies and gentlemen, we are now mooring again at the Eiserne Steg. Der Metzlerpark in Sachsenhausen ist mein Lieblingsplatz, weil er zum einen eine kleine grüne Oase hier in der Großstadt bildet, gleichzeitig so nah am Main ist, wo mein zweites Zuhause ist. Und außerdem steht er für den tollen kulturellen Aspekt hier in der Stadt. Er verbindet zwei Museen miteinander, das Museum für angewandte Kunst mit dem Museum der Weltkulturen, was ja auch wirklich imposante Gebäude hier in der Stadt sind. Die historische Villa Metzler darf man da nicht vergessen. Ich habe schon immer viel Zeit hier verbracht, auch schon in meiner Kindheit und habe das dann auch wieder getan, als ich selbst Mutter wurde und bin gern mit meinen Kindern hier in den Park gekommen. Der Ginkgo-Baum ist eigentlich ein Alleinstellungsmerkmal und ich glaube, Goethe hat seinerzeit das auch entdeckt und darüber ein Gedicht geschrieben für seine Marianne von Willemer.
In den Park komme ich auch nicht nur privat, sondern auch manchmal, wenn wir geschäftlich eine kleine Pause einlegen, dann ist es ein ganz, ganz, ganz kurzer Weg, dass wir vom Büro über den Eisernen Steg laufen. Und das ist natürlich toll, denn wir sind in weniger als 5 Minuten eigentlich zu Fuß hierher gelaufen.